Aber ich empfand das als ein unfassbares Unrecht, ja, was hier gerade geschieht gegenüber den Kindern. Ich fand das als ungerecht und ich merkte daran auch, es kann nicht die virologische Entscheidung dabei sozusagen die bestimmende sein, ja, sondern das sind dann andere Kriterien offenbar. Aber virologisch ist das nicht zu begründen, weshalb ich die Kinder so mies behandle und aber gleichzeitig bei verschiedenen Gruppen der Erwachsenen sage, komm, ist kein Problem. Und ich weiß nicht, ob Sie noch an die Bilder sich erinnern mit den Millionären, mit den Fußballstars, die in das Stadion hineinlaufen und neben ihnen die Kinder an der Hand mit Maske, ja, sozusagen die Spieler ohne, die Kinder mit, ja, das sozusagen, das empfand ich einfach als, da stimmt etwas nicht, ja, in Bezug jetzt auf das, was wir vorhin besprochen hatten, Schutz, Förderung, Beteiligung, Kindeswohl vorrangig, ja, und ja, dann habe ich die Studie, also ist sie veröffentlicht worden, Anfang Juni. Und dann bin ich eingeladen worden in die Kinderkommission des Deutschen Bundestages, immerhin ein Unterausschuss des Familienausschusses des Deutschen Bundestages. Dann sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Klund, zu einem Gespräch, welches sich hauptsächlich mit der Pandemiepolitik und den Kinderrechten beschäftigen wird. Wir werden aber auch in die Bereiche Kinderarmut, Kindeswohl schauen. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Gerne. Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Professor für Kinderpolitik und Koordinator des Masterstudiengangs Kindheitswissenschaften und Kinderrechte an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich erfahren, dass Sie der einzigste Professor für Kinderpolitik in Deutschland sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was es anzusprechen gilt. Sie forschen zu den Themen Kinderarmut und Reichtum sowie Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Sie haben im Mai 2019 das Buch Gestohlenes Leben, Kinderarmut in Deutschland geschrieben. Und ich möchte mit Ihnen vor allem über die Pandemiepolitik und das Kindeswohl und die Kinderrechte sprechen, würde aber gerne in diesem Bereich beginnen, bevor sozusagen Corona und die Corona-Maßnahmen aufs Tablett kamen, und würde Sie gern darum bitten, was haben Sie denn im Zuge Ihrer Recherchen zu diesem Buch über die Kinderarmut in Deutschland erfahren? Wie sieht es da aus für die Kinder in unserem Land? Ja, also ich oder wir forschen ja im Grunde genommen schon ein bisschen länger zur Kinderarmut. Als wir angefangen hatten, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, da waren wir noch in der Situation, wo also auch regierungsamtlich immer noch Kinderarmut tatsächlich auch noch geleugnet wurde, dass es die überhaupt geben würde. Heute ist das eine ganz andere Situation. Im Laufe der Jahre, ich hatte viel für und mit Christoph Butterwecke gearbeitet, im Laufe der Jahre gab es dazu halt eben verschiedenste Erkenntnisse, sodass wir jetzt halt eben auf einem ganz anderen Stand uns befinden. Was meine Studien jetzt nochmal tatsächlich so ein bisschen unterschieden hatte oder womit ich mich besonders beschäftigt hatte, war weniger die eigene Erforschung von Primärdaten. Ja, also sind es jetzt 13,4% oder 17,2% und die Ermittlung oder auch die unmittelbare Befragung von Kindern und Jugendlichen, das habe ich auch in früheren Studien gemacht, sondern ich hatte mich in den letzten Jahren vor allem konzentriert auf so eine sogenannte Sekundärauswertung, ja, also Sekundäranalyse, das heißt, verschiedenste Studien miteinander zu vergleichen und vor allen Dingen sich zu konzentrieren darauf, wie findet eigentlich die öffentliche Auseinandersetzung darüber statt, ja, die öffentliche Willensbildung über diese Thematik, wie werden also Kinder dargestellt, Familien dargestellt und so weiter. Und da ließ sich halt für mich jetzt auch schon in diesem Band Gestohlenes Leben, ließen sich im Grunde genommen so fünf ganz zentrale Punkte immer wieder zeigen. Also das eine war, ich konnte immer wieder an verschiedensten Stellen zeigen, wie Kinderarmut tatsächlich auch strukturell verharmlost wurde und wird, sogar bis heute auch noch, dass die Folgen auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder ausgeblendet werden, dass es Diskurse gibt, die so folgenreich sind, weil sie im Grunde genommen sozialpädagogisch, spricht man da häufig von Blaming the Victims, sozusagen die Betroffenen selbst zu den Tätern machen. Also sprich, selbst dran schuld, die sind asozial oder was auch immer, ne? Also praktisch in diese Richtung verlaufen sind, dass bei Ursachenfindung von Kinderarmut häufig sozusagen eine Verwechslung stattfindet, nämlich Anlässe oder Risiken werden mit den
darunterliegenden Ursachen buchstäblich verwechselt, ja, und das dann bei Gegenmaßnahmen halt, also da habe ich sozusagen seit über 20 Jahren gibt es ja Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung und in jedem dieser Berichte steht drin, wie fantastisch die Maßnahmen sind, die man gerade anwendet, dass alles davon erfolgreich ist und alles super ist und dann im nächsten Bericht steht wieder, dass die Kinderarmut genauso hoch geblieben ist oder sogar noch gestiegen ist, ja. Und das muss ja eigentlich nach über 20 Jahren irgendjemanden mal zum Nachdenken bringen, nach dem Motto, was machen wir da eigentlich, wenn sich eigentlich gar nichts Grundsätzliches ändert an diesen Zahlen? Jetzt erstmal nur an den Zahlen, an den offiziellen Zahlen wohlgemerkt. Ich bin gar nicht jemand, der die in Frage stellt, sondern ich nutze die einfach erstmal. Wenn ich also feststelle, dass sich nicht wirksam etwas verändert, dann muss ich mir ja die Frage stellen, was machen wir eigentlich für Maßnahmen? Und diese Diskurse darüber, also das sozusagen kritisch zu analysieren in den letzten Jahren, das habe ich mir vor allen Dingen vorgenommen. Und dadurch ist dann dieses Buch entstanden, also 2019 dann herausgekommen. Die letzten Vorstellungen des Buches waren noch bis Februar 2020 und dann war es natürlich tot, ja, weil dann gab es sozusagen keine Diskussionen mehr, auch erstmal nicht mehr über dieses Buch und nicht mehr über die Thematik. Und vielleicht noch, also einfach gefragt, was sind denn die hauptsächlichen Ursachen für Kinderarmut? Also wenn wir jetzt mal ganz grob sagen, ne, was so die offiziellen Darstellungen sind, sogar auch von Wissenschaftlern, Politik und Medien sowieso. Wenn man die fragt, was sind denn die Ursachen für Kinderarmut, dann geht es sofort Alleinerziehende, Migrationshintergrund, Arbeitslosigkeit der Eltern oder eines Teils der Eltern, mehr Kinderhaushalt. Klar, sieht man doch, ist doch ein höheres Kinderarmutsrisiko, also ist das die Ursache. Wer sich ein bisschen intensiver mit Kinderarmutsforschung beschäftigt, wird natürlich sofort merken, Moment, es gibt skandinavische Länder, in denen gab es über Jahre, auch in den Niederlanden, jetzt auch nicht mehr mit den verschiedensten neoliberalen Wenden, aber auch in den Niederlanden gab es lange Zeit lang die Situation, dass zum Beispiel Ein-Elternteil-Familien, also alleinerziehenden Familien und die sogenannten Normalfamilien keine wesentlichen Unterschiede hatten, was die Kinderarmutsraten betraf, ja, was die Kinderarmutsquoten betraf. Und das muss einen ja zum Nachdenken bringen. Daran merkt man, die Tatsache, dass wir eine Ein-Elternteil-Familie oder alleinerziehende Familie haben, ist noch nicht die Ursache für die Armut des Kindes. Die Ursache für die Armut des Kindes beginnt dort, wo wir darüber sprechen müssen, was machen wir eigentlich mit unseren familienpolitischen Leistungen? Was haben wir eigentlich für ein bildungspolitisches Arrangement? Wie finden bei uns eigentlich Arbeitsmarkt- und Vereinbarungspolitiken statt? Und wenn wir dann feststellen, ja, wir haben ja da bestimmte Normen und Hauptkonzentrationen, die eigentlich auf einen Familientypus konzentriert sind, der in den 50er Jahren der Bundesrepublik vor allen Dingen vorhanden war, ja, aber heute halt eben wesentlich vielfältiger ist. Menschen sind nicht verheiratet, zum Teil haben trotzdem Kinder, alleinerziehenden Familien. Und wir haben immer noch unsere Maßnahmen im gesamten Steuer- und Sozialsystem, die orientiert sind an der sogenannten Normalfamilie und die auch die privilegieren durch Steuerklassen, durch Ehegattensplitting und so weiter. Und natürlich auch immer noch im Bereich der Kinderbetreuung und so weiter, Vereinbarkeitspolitiken. Und dann merken wir recht schnell, da sind eigentlich die Ursachen. Ja, und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen würde, dann würde ich sagen, Moment, und wir müssen noch drüber sprechen, was ist denn geschehen in den letzten Jahren an Steuerpolitik? Ja, dass die breite Bevölkerung einen höheren Mehrwertsteuersatz bezahlen musste vor 10, 15 Jahren, bedeutete ja nach dem wirtschaftlichen Engelsgesetz, heißt das ja, glaube ich, der englischen Gesetz, dass die unteren Einkommen relativ zu ihrem Einkommen viel mehr ausgeben dafür bei einer Mehrwertsteuererhöhung. Ne? Und die höheren Einkommen, weil sie eine höhere Sparquote haben, eben gar nicht so viel ausgeben müssen. Wenn ich zugleich den Spitzensteuersatz senke, ja, und die Erbschaftssteuer reduziere, die Vermögenssteuer nicht einnehme und dann auch noch in den Sozialversicherungen verschiedene Privatisierungen einführe, wie ja mit Hartz IV und Agenda 2010 geschehen ist, dann betreibe ich eine systematische Umverteilung, eine systematische Organisation von sozialer Ungleichheit und habe damit im Grunde genommen gewissermaßen Kinderarmut vorgearbeitet, ja, und treibe sozusagen die Ursachen von Kinderarmut voran, ja. Dass es dann spezifische Gruppen besonders trifft, die also höhere Risiken haben, ist zwar völlig richtig, aber ist gewissermaßen dann noch nicht die Ursache.
Das wäre jetzt vielleicht so ganz kurz im Grunde genommen so der Unterschied, ne? Man kann jetzt jeweils nochmal in die Details gehen und kann das auch wirklich zeigen, wie sich das auch für, nicht nur für arme Familien, sondern auch, man muss ja immer wieder sagen, die letzten Studien beim DIW von vor ein paar Jahren, die sagten, Ende des letzten Jahrzehnts waren die realen Einkommen für die unteren 40%, wohlgemerkt, die realen Einkommen für die unteren 40% niedriger als 20 Jahre vorher. Ja, das muss man sich erstmal vorstellen. Es geht also hier noch nicht um die Armutsfamilien nur alleine, sondern wirklich auch um ein großes Segment im Niedriglohnbereich, im prekären Bereich. Und die sind natürlich dann nach 2019, kann man sich vorstellen, mit den verschiedensten Krisen, die es seitdem gegeben hat, nochmal besonders getroffen worden und ihre Kinder entsprechend erst recht. Und das, was ich dann wieder kritisiere, ist, dass all das, was ich Ihnen jetzt eben gerade erzählt habe, meist weggelassen wird. Ja, und dann wird nur gesagt, ja, die sind arm, weil die sind alleinerziehend, ja. Oder ja, die sind arm, weil die haben Migrationshintergrund oder so. Ja. Und das ist halt eben tatsächlich dann eine Verzerrung der realen Thematik und der realen Ursachen. Also auch eine verkürzte Darstellung, die verschleiert, dass die Politik mitverantwortlich ist für deren Situation ja eigentlich. Ganz genau, ganz genau. Würde ich auch so sehen. Natürlich, die Politik versucht auf diese Art und Weise, sich so ein bisschen davon frei zu sprechen. Manchmal hat man, wer heute oder in den letzten Jahren sich zu Kinderarmut schlau machte, hatte das Gefühl, alle sind und eigentlich auch schon immer gegen Kinderarmut. Ja, man kann sich gar kein Regierungsmitglied vorstellen, welches gewissermaßen mit Kind, also Kinderarmut akzeptieren würde. Ja, sondern alle sind natürlich gegen Kinderarmut. Also sind doch alle im Grunde genommen nur gut oder so. Ja, dass aber natürlich viele von denen auch in den letzten Jahren waren ja mitverantwortlich für die Agenda-Politik und die Steuerpolitiken. Und das haben das sozusagen mit verursacht. Das versuchen die natürlich dann auch so ein bisschen beiseite zu schieben. Das bringt mich zu einem Punkt, der mich da interessiert in dem Bereich. Wenn die Diagnose doch so frappierend ist, wie sie ist, wenn Sie sich jetzt die politische Landschaft angucken, gibt es denn also politische Bestrebungen, jetzt auch egal von welcher Partei, die oder haben die Kinder so eine Lobby, dass man absehen kann, dass sich gerade Politiker oder Parteien oder Parteiprogramme wirklich damit beschäftigen, wie man diese Kinderarmut verbessern kann? Oder sind es wieder nur Maßnahmen, wie Sie jetzt schon beschrieben haben, die gut klingen, weil der Wähler möchte ja auch einen Politiker haben, der sagt, wir setzen uns für die Kinderarmut ein. Aber es ist ja was anderes, ein Lippenbekenntnis zu machen und es aber dann anzugehen und zu sagen, wir brauchen steuerliche Veränderungen, damit wir zum Beispiel mit einem alleinerziehenden Müttern oder alleinerziehenden Vätern oder Familien anders umgehen können. Gibt es da überhaupt, also gibt es da einen Blick darauf oder die Hoffnung, dass Leute das wirklich in die Hand nehmen und sich darum kümmern? Tja, schwierige Frage. Also erstmal kann man natürlich sagen, und das ist ja auch das für mich immer die empirische Basis, ich nehme erstmal das, was real von der Regierung vorgebracht wird, das, was sie gewissermaßen verspricht, wovon sie sagt, das nehmen wir uns vor, daran möchten wir gemessen werden. Das ist zum Beispiel der Koalitionsvertrag von 2021, da steht explizit drin, wir führen zum Beispiel eine Kindergrundsicherung ein und haben dann vor, das so und so entsprechend zu regeln. Dann hat der Bundeskanzler jetzt mehrfach auch geäußert, mit dieser Kindergrundsicherung, die wir einführen 2025, werden wir wortwörtlich die Kinderarmut hinter uns lassen. Ja? Ich nehme das beim Wort, so wie ich in den letzten 25 Jahren alle anderen Politikerversprechungen auch beim Wort genommen habe. Ich muss allerdings natürlich zu bedenken geben, dass in der Regel alle diese Versprechungen leider nicht eingehalten wurden. Ja? So, und es ist zu befürchten, dass das bei diesem Versprechen des Bundeskanzlers auch wieder so ist. Zumindest, wenn Sie sich dann anschauen, was jetzt real praktisch dabei herausgekommen ist. Ne? Sie haben das sicherlich ja auch mitbekommen. Das Bündnis Kindergrundsicherung ging von etwa einem Betrag von 20 Milliarden aus. Dann hat die Bundesfamilienministerin schon 12 Milliarden draus gemacht. Dann hat der Finanzminister gesagt, nein, nur zwei. Dann hat sie gesagt, okay, dann sieben. Dann hat er gesagt, nein, nur zwei. Dann hat sie gesagt, okay, dann 3,5. Dann hat er wieder gesagt, zwei. Und jetzt sind es zwei. Ja, also 2,4. Aber diese 400 Millionen sind Veränderungen, die bei Anrechnungen im Unterhaltsrecht für Bürgergeld für erwerbstätige Alleinerziehende sozusagen sind. Also nicht im engeren Sinne Kindergrundsicherungsleistungen. Letzten Endes hat sich also Lindner auf ganzer Linie durchgesetzt. Kann er auch stolz darauf sein, schwarze Null und so weiter, Schuldenbremse und so weiter. Für die Kinder ist halt eben kein Geld da. Wir brauchen das ja für die verschiedensten Aufrüstungsprogramme und Rüstungsexporte.
und na, zum Beispiel für Intel-Ansiedlungen und so weiter, da sind 10 Milliarden locker zur Hand, 100 Milliarden, auch wenn es sein muss. Für die Kinder haben wir das Geld halt eben nicht. Und wenn ich das jetzt rein von der quantitativen Menge ansehe, ist es natürlich klar, dass ich damit nicht so viel anstellen kann. Ja? Das heißt also, es kann gut sein, dass man möglicherweise mehr Kinder dann, also berechtigte Kinder wohlgemerkt, ne? Weil bislang die berechtigten Kinder fast zur Hälfte gar nicht ihre Leistungen erhalten hatten. Man kann also vielleicht mehr Kinder erreichen, aber man wird die Lage der Kinder, die sozusagen bislang erreicht werden, auch gar nicht wirksam verbessern. Und das ist meine Befürchtung. Wir werden jetzt sehen, das geht ja jetzt alles in den Gesetzesprozess hinein. Es ist ja noch nicht mal sicher, ob die Regierung das, was jetzt beschlossen wurde, auch durchsetzt, da die FDP ja jetzt auch selbst das schon tagtäglich in Frage stellt und auch immer wieder schön würzt mit den üblichen Unterstellungen von wegen, ja, die Armen können ja eh nicht mit Geld umgehen und solche Sachen, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Und ja, also insofern ist es tatsächlich so, ein bisschen wie Sie es jetzt schon angedeutet hatten in der Frage, verbal ist da wirklich alles im Lot, ja, und alles fantastisch, verbal werden wir immer besser, ja, nur real kommt es irgendwie nicht so richtig sozusagen nach, ja, und das merken natürlich auch viele und dann kommen irgendwann welche auf den Gedanken, ja, Moment, Bundesebene werden hier Sachen versprochen. Aber finanziert werden müssen sie dann plötzlich auf der kommunalen Ebene. Aber da kommt gar kein Geld an, weil ja Herr Lindner sozusagen dafür gar kein Geld vorgesehen hat. Also sprich, da sind sozusagen Widersprüche, die mich dann eher dazu treiben, dass ich merke, viele haben oder diejenigen, die jetzt regieren, haben eher den Ansatz, ja, wir möchten schon nicht so gerne Kinderarmut, das ist irgendwie hässlich, ja. Aber, und es soll auch irgendwas gemacht werden. Aber bitteschön so, dass ich ansonsten nichts Grundsätzliches und schon gar nicht an unserer sozialen Ungleichheit im Lande ändert. Ja, also es darf irgendwie hier und da so ein bisschen herumgewerkelt werden. Ihr dürft auch gerne was Bürgergeld oder Kindergrundsicherung nennen, aber es soll sich nicht wirklich etwas ändern. Und das habe ich das Gefühl, das ist sozusagen der Haupttrend. Aber mal sehen, wie sich das jetzt sozusagen weiterentwickelt. Die Kräfteverhältnisse werden dann irgendwie zu beachten sein. Ja, das sind interessante Aussagen. Ich kann vielleicht da hinzufügen, ich bin jetzt hier journalistisch tätig, aber ich bin selber Vorstand, Mitglied eines Kindergartens und bin deshalb nicht ganz unbefangen, wenn es darum geht, mitzuerleben, wie viel Geld dann wirklich in der Bildung landet. Deshalb bin ich da sozusagen auch voreingenommen, weil ich merke, dass da wenig Geld meistens da ist. Bringt mich aber auch zum nächsten Abschnitt unseres Gesprächs, weil die Pandemiepolitik und die Kinderrechte und das Kindeswohl mir auch aufgrund meiner sozusagen beruflichen Hintergrund mit der Vorstandsmitgliedschaft eines Kindergartens sehr wichtig sind und ich sie von Anfang an sehr intensiv verfolgt habe, weil wir hatten ja zum Beispiel auch Kindergartenschließungen. Und den Bereich würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen chronologisch durchwandern. Wir hatten jetzt vor kurzer Zeit eine Aussage der Vorsitzenden des Ethikrates, die meinte, uns wurde die Aufarbeitung zu Corona genommen, zu den Maßnahmen aufgrund der neuesten Krisen. Es hat bei manchen Empörung ausgelöst, also ich darunter. Ich habe dann dem Ethikrat gefragt, ob wir nicht mal ein Gespräch haben könnten, vor laufenden Kameras, zu diesem Thema. Und es kam eine Antwort. Und ich bin der Meinung, dass diese Aufarbeitung aber sozusagen wichtig ist und ein großer wichtiger Teil für mich dieses Komplexes ist halt das Kindeswohl bei der ganzen Geschichte. Und der Boden, auf dem ich jetzt vielleicht dieses Gespräch führen wollen würde, ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, dass Deutschland rechtlich bindend die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat. Und die eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, sagen, dass sozusagen das Kindeswohl hohe Priorität bei allen politischen Entscheidungen hat. Bin ich da richtig informiert? Ganz genau richtig sind Sie informiert. Um es ganz präzise zu machen, 1992, 1991 wurde das Gesetz eingebracht, übrigens von einer Familienministerin, die hieß Angela Merkel, ja, noch unter der Regierung Helmut Kohl. Und dann wurde das 1992 entsprechend im Bundestag beschlossen und vom Bundespräsidenten unterschrieben. Und seitdem nennt man das ratifiziert. Das heißt, dieses Gesetz, die Kinderrechtskonvention, die UN-Kinderrechtskonvention, ist in Deutschland ein Bundesgesetz. Das ist im Grunde genommen eines der höchsten Gesetze, die es gibt. Was darüber ist, ist nur noch das Grundgesetz. Ja, so wenn man so diese Spitze nimmt, ne? So diese Gesetzes- oder Rechtspyramide. Das ist ein sehr hohes Gesetz und dort steht in der Tat in
Artikel 3 drin, dass bei allen Maßnahmen, bei allen staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen der Vertragsstaat, also die Bundesrepublik, verpflichtet, dass das Wohl des Kindes sogar nicht nur einfach irgendwie wichtig, sondern das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Bei allen Maßnahmen vorrangig. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass man nicht auch irgendwo ein Parkhaus bauen kann statt einem Kinderspielplatz oder so. Ne? Es muss halt trotzdem abgewogen werden. Das ist das Wichtige und es muss gezeigt werden, dass das andere tatsächlich wesentlich wichtiger ist. Ja? Aber trotzdem erstmal, das Kindeswohl muss vorrangig berücksichtigt werden. Gilt seit 1992 in dem Bundesgesetz. Und ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Für mich war das halt eben, ich habe für Sie, wie für Sie wahrscheinlich auch, ab März 2020, was sich da entwickelte, wurde relativ schnell sichtbar, dass die Kinderrechte auf Schutz und auf Förderung und auf Beteiligung und vor allen Dingen eben der Kindeswohlvorrang, also von vorrangig kann überhaupt keine Rede sein, sondern überhaupt nicht beachtet wurden. Ja? Und dass das sozusagen dann auch nach den ersten Erwähnungen dessen, dass man dann sozusagen interveniert, und ich habe ja auch durch eine Studie versucht zu intervenieren und durch verschiedene Auftritte, dass das sozusagen dann auch nicht besser wurde, sondern zum Teil sogar noch extremer wurde. Übrigens bei gleichzeitiger verbaler Äußerung, dass man es ja doch irgendwie im Blick hätte. Ja, also das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein Paradox, von wegen, die Kanzlerin sagte andauernd, und die Kinder dürfen wir nicht vergessen, aber die Maßnahmen wurden trotzdem immer härter. Ja. Also da waren sozusagen, aber ich will jetzt noch gar nicht vorgreifen. Wir gehen es ja jetzt so ein Genau. bisschen chronologisch durch, ja. Ja, ich würde gerne nämlich, war ja eine Entwicklung, die doch vielleicht nochmal wichtig ist, nachzuzeichnen. Sie haben jetzt schon gesagt, es ging um den März. Da habe ich auch eine Aussage, und zwar, ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern. Wir hatten hier so die härtesten Maßnahmen des Landes. Und erstaunlich fand ich zwei Dinge am Anfang. Da würde ich gerne Ihre Meinung zu haben. Und zwar, im März 2020 ist das sogenannte Panikpapier veröffentlicht worden, Kommunikationspapier der Bundesregierung, wie wir Covid-19 in den Griff bekommen, glaube ich. Und da gibt es einen Absatz, der mich bis heute eigentlich schockiert, aber er ist fast undiskutiert geblieben. Da steht nämlich drin, Kinder werden sich leicht anstecken, das ist ein Zitat, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Ich habe diesen Satz in meinem Leben wahrscheinlich 10, 20 Mal gelesen. Ist so eine Strategie nicht per se ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention, weil es danach klingt, als würde man Kindern eigentlich Angst machen? Ja, also ich stimme Ihnen dazu. Ich sehe das ähnlich. Ich habe das auch damals so bezeichnet. Ich habe es damals sogar schon in den Kontext gebracht mit der von Naomi Klein vorgestellten Schocktherapie. Die sagte, wir haben das an verschiedensten Stellen schon in der Geschichte der Menschheit gehabt, dass buchstäbliche Schocktherapien angewendet werden, gerade in der neoliberalen Strategie. Mal absichtlich, sozusagen militärisch, nennen sich ja manche Militärangriffe tatsächlich auch so. Und manchmal einfach praktisch verbunden mit einer Naturkatastrophe oder so, entwickeln wir eine Schocktherapie und stricken dann gewissermaßen, die Menschen sind alle sozusagen in Angst und in Schrecken und sind dann praktisch passiv. Und dann können wir alles so stricken, wie wir es gerne hätten. Ja, das hatte Naomi Klein in ihrem Band über die Schocktherapie schon vor 15 Jahren oder so veröffentlicht. Und ich hatte, als ich dieses Papier, was Sie gelesen hatten, mit ähnlicher Empörung wie Sie auch gelesen und fühlte mich sofort daran erinnert. Ja, und es ist tatsächlich sozusagen an diesem Punkt einiges dran. Und nehmen Sie es ruhig auch nochmal mit in die Öffentlichkeit hinein, wenn Sie jetzt zum Beispiel so jemanden nehmen wie den Komiker Böhmermann, ja, der dann sozusagen vor laufenden Kameras und vor einem Millionenpublikum einfach mal sagt, ja, die Kinder sind halt eben das, was die Ratten während der Pestzeit sind. Ja, so. Und das ist natürlich nicht nur, dass es eine Falschbehauptung ist, also jetzt auch virologisch, darauf kann ich mich ja jetzt nicht weiter beziehen, weil ich kein Virologe bin, aber es ist nicht nur eine Falschbehauptung, sondern es ist natürlich eine, aus meiner Sicht, wirklich Volksverhetzung nahe. Ja, man muss das immer relativieren. Man darf nicht sagen, das ist Volksverhetzung, sondern es ist aus meiner Sicht Volksverhetzung, damit es meinem Recht auf Meinungsfreiheit noch entspricht. Also theoretisch hätte dagegen geklagt werden müssen nach, ich glaube, Strafgesetzbuch Paragraph 131 Volksverhetzung, dass praktisch eine Personengruppe in so üblem Art und Weise mit Ratten in Verbindung gebracht wurden.
Und im Grunde genommen aber auch genau diese Angst noch sozusagen unterstützte, ja, dass einerseits gesagt wurde, die Kinder seien die Hauptspreader, ja, und müssen deshalb mehr oder weniger eingesperrt werden. Von der anderen Seite gesagt wurde, ja, die sind wie Ratten, also müssen wir sie irgendwie weghalten, ja. Und ich würde jetzt beiden Seiten, dem Mainstream, würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie wirklich nach diesem Angstpapier gehandelt hatten. Ich würde ihnen auch nicht unterstellen, dass sie das wirklich geglaubt hatten, was Böhmermann erzählt. Aber dass sozusagen solche Angst- und Schockmaßnahmen eingesetzt werden und dass die natürlich Wirkungen haben, und zwar nicht nur auf die Erwachsenen, sondern vor allem auch auf die Kinder, ja, psychische Wirkungen haben, die wir vielleicht sogar bis heute haben. Kindern, denen unterstellt wurde, du bist der Mörder oder die Mörderin von deiner Oma oder von der Oma deines Nachbarn, ja, deines Mitschülers. Das ist so grausam und die beschreiben das ja in dem Papier sogar extra. Das ist das Schlimmste, was wir einem Kind antun können. Genau das machen wir jetzt, ja. Also das ist ja praktisch der Quintessenz des Papiers, ne? Dass sie das sogar strategisch sich ausdenken. Was ist das Schlimmste, was wir einem Kind antun können? Und dann machen wir das, ja. Und dann machen wir die Maßnahmen und dann ist alles gut. Also eine schlimme Geschichte. Was ich jetzt noch interessant finde, ist, aber vielleicht greife ich dann wieder zuvor, was in diesem ersten Ministerpräsidentenpapier, in dieser ersten Ministerpräsidentenkonferenz passierte. Ne? Weil da hatte ja zumindest der Christian Drosten Ende 2021 gesagt, wir Wissenschaftler haben gar nicht gefordert, dass alles geschlossen wird. Finde ich ganz interessant, weil da kommt jetzt, also da wird es jetzt zurück sagen, politikwissenschaftlich interessant. Ne? Zum einen, ja, Entschuldigung. Ja, ist super, da können wir das Brennglas rauflegen, weil ich habe jetzt hier eine Aussage der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die sagt, also das ist ja, ein Journalist hat die Schulschließung chronologisch aufgearbeitet und hat dann gesagt, er schreibt, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird später in anderen Runden sagen, dass vor dem 12. März die Meinung vorgeherrscht habe, Kitas und Schulen seien kein Problem. Und jetzt kommt ihr Zitat, dann wurde über Nacht doch eine Gefahr daraus. Und es ist bis heute mir relativ unklar, weil es scheint so, als würde die Wissenschaft, die es ja nicht gibt, aber Herr Drosten zum Beispiel, sagen, wir wollten das gar nicht. Und die Politik sagt, wir wollten das eigentlich auch nicht. Wir haben noch auf euch gehört. Und keiner, also jedenfalls meines Kenntnisstandes, ist jetzt in der Lage zu sagen, ich habe das empfohlen, und ich habe es dann auch gemacht. Oder wie haben Sie das, erlebt? Ja, das ist also, wenn wir sozusagen viele kluge Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler in Deutschland hätten, dann würden die sich jetzt alle da drauf stürzen. Ja, und wir würden jetzt demnächst Hunderte von Forschungsarbeiten genau darüber haben, weil das ist ja höchst spannend für Demokratieforschung, wie gewissermaßen Verantwortungsdiffusion stattfindet, so würde ich es mal nennen. Ja, wir haben das später ja nochmal, jetzt gerade erst beim Corona-Expertenrat vor einem Jahr oder so, gab es ja nochmal die Angstkampagne, diesmal von Lauterbach. Lauterbach hat das notorisch geleugnet und jetzt wurde aber nachgewiesen anhand der Akten, die veröffentlicht werden mussten, dass explizit Lauterbach die Angstkampagne nochmal aufziehen wollte, in diesem Fall dann mit Impfpflicht und so weiter. Und dass aber in diesem Fall interessanterweise die Mehrheit der Wissenschaftler wirklich dagegen war und der Anwesenden wirklich dagegen war, Lauterbach aber sich trotzdem durchgesetzt hatte. Auch das ist sozusagen nochmal interessant. Und wir haben bei der Anhörung im Brandenburger Landtag mit dem ehemaligen RKI-Chef Wieler ganz interessant, also wo gezeigt wird, was darf Wieler überhaupt sagen. Und Wieler war ja immer in Abhängigkeit vom Gesundheitsminister, ist also sozusagen weisungsgebunden. Und Wieler kann dann immer aufs Ministerium verweisen und die Ministerialverantwortlichen, die Minister, also Spahn und Lauterbach, konnten immer sagen, ja, das RKI hat uns gesagt. Also so ein wunderbares Ping-Pong-Spiel. Und genauso ähnlich ist es so, wie Sie es jetzt gerade sagen. Denn mein erster Punkt wäre ja, als ich das gelesen hatte, November-Interview 2021 mit Drosten, wo er also sagt, also explizit die Wissenschaft oder die Wissenschaftler, die anwesenden Wissenschaftler, das war ja immer nur ein auserwählte kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die immer wieder genommen wurden. Die meisten anderen durften ja gar nicht rein. Manche wurden vom Kanzleramt extra auch noch nachträglich gestrichen, damit auf keinen Fall auch mal eine kritische Position zu hören war. All das gab es ja im Laufe der Zeit. Aber jedenfalls bei diesem ersten Treffen sagt Drosten, wir Wissenschaftler haben das nicht gefordert. Wir sind rausgegangen, dann waren die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten unter sich und haben das dann beschlossen. Jetzt März 2020, dann November 2021 sagt Drosten, wir haben das ja gar nicht gewollt. Jetzt könnte natürlich ein Mensch, der seit März 2020
von morgens bis abends Podcasts und Interviews von Herrn Drosten sich angehört hatte oder anhören musste, Interviews von ihm lesen, hören, sehen musste, von morgens bis abends, könnte sich natürlich fragen, komisch, ich habe irgendwie zwischen März 2020 und November 2021 eigentlich kein einziges Mal gehört, dass Herr Drosten sich auch nur irgendwie kritisch dazu geäußert hatte, was da passierte. Verstehen Sie, also da ist ja sozusagen etwas, er hatte wirklich genügend Zeit und Raum, ja, mal etwas dazu zu sagen. Nach anderthalb Jahren fällt ihm ein, wir haben das gar nicht gefordert, ja. Jetzt gerade das aktuellste Interview übrigens ganz interessant, da macht er wieder den umgekehrten Schritt, da sagt er, aber wir haben durch diese Schließungen alles Tolle bewirkt. Vielleicht können wir das nachher auch nochmal diskutieren, weil das ist sehr schön, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, ja, mit Frankreich zum Beispiel. Aber das ist vielleicht erstmal hier noch gar nicht drin. Also er sagt, wir haben es nicht gefordert, die haben das in der Politik gefordert. Ich würde sagen, ich glaube ihm erstmal. Ja, ich glaube ihm allerdings nicht, dass die anwesenden Wissenschaftler alle gesagt haben, also offen gesagt hatten, mach das bitte nicht, sondern ich vermute, dass sie sozusagen in ihren jeweiligen Darstellungen, dazu gibt es ja auch einige Berichte, offensichtlich es vielleicht auch so ein bisschen nahegelegt hatten für die Politiker. Und da wäre jetzt wieder diese Geschichte mit dem Stichwort Panikpapier vielleicht auch nicht unwesentlich. Ja? Aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Frage. Wer hat da wie entschieden und politikwissenschaftlich höchst spannend, jetzt nicht virologisch, sondern politikwissenschaftlich spannend, wie findet die Meinungsbildung statt? Wer entscheidet da überhaupt? Und wie wird das dann sozusagen vermittelt? Und vor allen Dingen dann halt eben auch runter dekliniert, ne? Bis in die kleinste Regionalzeitung und deren Kommentarteil. Denn der hat dann auch die Zustimmung dazu, entsprechend zu schreiben. Da gab es ja dann Untersuchungen, dass die Bundeskanzlerin sich immer mit bestimmten Chefredakteuren vor den MP-Konferenzen traf, mit denen das sozusagen mehr oder weniger schon Entscheidungen absprach, noch ehe die MP-Konferenz stattfand. Und die MPs eher mit Computerspielen und so weiter beschäftigt waren während der Sitzungen und im Grunde genommen nur Staffage dann noch waren. Also jedenfalls, das sind Prozesse, das muss alles mal aufgearbeitet werden. Ich bin total gespannt, wann dann endlich die Forschungsarbeiten dazu kommen, weil eine funktionierende Demokratie muss wissen, wie wurde zu diesem Zeitpunkt gehandelt. Und wenn man das sozusagen jetzt irgendwie in Frage stellt, dass dieses Forschungsinteresse, dann sei nur daran erinnert, was unser ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der Herr Papier, gesagt hatte, ne? Also, dass sozusagen hier enorm also bearbeitet werden muss, wie nämlich sozusagen der Rechtsstaat an bestimmten Stellen also bestimmten Zweckformulierungen gewissermaßen eingeschränkt wurde, willkürlich eingeschränkt wurde, und dass das einfach nicht geht, dass man das überarbeiten muss. Ja, und andere, Heribert Prantl und so weiter, sagen ja auch die ganze Zeit lang, das muss aufgearbeitet werden, was da rechtlich geschehen ist, weil ein Rechtsstaat, ein funktionierender Rechtsstaat darf das nicht mit sich machen lassen. Aber wie gesagt, jetzt wären wir immer noch bei dieser Verantwortungsdiffusion vom März 2020. Genau, die ja extrem wichtig ist. Und ich würde jetzt weiterreisen. Und zwar, wir hatten dann die Schulschließungen und wir hatten ja, also Einschränkungen, gerade was das Leben der Kinder angeht, die sicherlich historisch sind und waren. Und dann habe ich sie auch zum ersten Mal wahrgenommen im September 2020. Das ist jetzt mehr als 3 Jahre her. Da haben Sie in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages Ihre Untersuchungsergebnisse zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie vorgestellt. Das ist, kann man nachsehen im Internet, ist gut zu sehen. Vielleicht können Sie für uns noch mal kurz zusammenfassen, was hatten Sie damals herausgearbeitet und vorgetragen? Ja, also ich bekam im April, Mai relativ kurzfristig den Forschungsauftrag von der Bundestagsfraktion Die Linke. Schreib mal eine Studie über diese momentane Entwicklung der Kinderrechte und wie du das entsprechend betrachtest. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe diese Studie dann mehr oder weniger im Mai fertiggestellt. Die hörte schon auf den Namen krisengerechte Kinder statt kindergerechtem Krisenmanagement. Ja, wollte im Grunde genommen schon etwas damit ausdrücken. Es hatte, um es Ihnen sozusagen schon gleich zu spoilern, es hatte mich unglaublich geärgert, dass sozusagen
noch alle Kinderspielplätze sozusagen abgezäunt waren und abgetrennt waren, die Kinder noch nicht in die Jugendclubs und in die Sportvereine gehen durften, aber Bundesliga, Baumärkte und Biergärten schon offen waren. Selbst am Weltkindertag, am 1. Juni, weiß ich noch, 2020, das hat mich unglaublich wütend gemacht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Da darf man zwar nicht wissenschaftlich deshalb sich davon leiten lassen, aber ich empfand das als ein unfassbares Unrecht, ja, was hier gerade geschieht gegenüber den Kindern. Ich fand das als ungerecht und ich merkte daran auch, es kann nicht die virologische Entscheidung dabei sozusagen die bestimmende sein, ja, sondern das sind dann andere Kriterien offenbar. Aber virologisch ist das nicht zu begründen, weshalb ich die Kinder so mies behandle und aber gleichzeitig bei verschiedenen Gruppen der Erwachsenen sagen, komm, ist kein Problem. Und ich weiß nicht, ob Sie noch an die Bilder sich erinnern mit den Millionären, mit den Fußballstars, die in das Stadion hineinlaufen und neben ihnen die Kinder an der Hand mit Maske, ja, sozusagen die Spieler ohne, die Kinder mit, ja, das sozusagen, das empfand ich einfach als, da stimmt etwas nicht, ja, in Bezug jetzt auf das, was wir vorhin besprochen hatten, Schutz, Förderung, Beteiligung, Kindeswohl vorrangig, ja. Und ja, dann habe ich die Studie, also ist sie veröffentlicht worden Anfang Juni und dann bin ich eingeladen worden in die Kinderkommission des Deutschen Bundestages, immerhin ein Unterausschuss des Familienausschusses des Deutschen Bundestages, also jetzt auch nicht irgendwie ein Gesprächskreis aus Quetsche-Membach oder so, ne, sondern wirklich ein relevantes Gremium, wurde ich eingeladen, konnte ein paar Ergebnisse vorstellen und die zentralen Ergebnisse für mich waren halt eben, konnte an den verschiedensten Stellen, übrigens auch nicht nur national, sondern auch international, weil ja auch Versorgungsketten sozusagen zerstört wurden, Gesundheitsversorgung übrigens zerstört wurde in vielen Ländern, gerade in armen Ländern, gegenüber Kindern, lebenswichtige Gesundheit, Bildungs- und Sozialeinrichtungen zerstört wurden, im Namen der Gesundheit, wohlgemerkt, was wirklich Hunderte von Millionen von Kindern betraf und dann am Ende natürlich 1,8 Milliarden Kinder betraf. Ja, also es war sozusagen ja eine wesentlich größere Geschichte als jetzt nur auf Deutschland. Ich konnte jedenfalls feststellen, anhand der Studien, die bis dahin zur Verfügung standen, es hat gravierende Kinderrechtsverletzungen gegeben und Schutz, Förderung, Beteiligung, Kindeswohlvorrang wurde an verschiedensten Stellen massiv missachtet. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass das sozusagen rekonstruiert, aufgearbeitet wird. Man konnte es an ein paar Stellen dann zeigen. Es waren so kleinere Sachen wie, dass praktisch im Krisengremium der Bundesregierung ab März 2020 noch nicht mal die Bundesfamilienministerin saß. Ja, sodass also gewissermaßen dieser Blick bezogen auf Familien und Kinder erstmal gar nicht existierte. Dann, dass zum Beispiel in Hessen im Krisenkabinett nur Männer saßen. Ja, das sind alles so ein bisschen Indizien dafür, ne, dass sein konnte, dass einfach bestimmte Fragen, Aspekte, Themen einfach völlig außerhalb der sagen, hegemonialen Betrachtung waren. Und dann kam bei mir halt eben noch etwas hinzu, was jetzt vielleicht die üblichen, was gewissermaßen im Unterschied zu den üblichen Kritikern dieser verschiedenen Maßnahmen sich darstellte, nämlich ich habe immer wieder hinzugefügt, wir nehmen jetzt mal das gesamte Corona-Narrativ, so wie wir es von der Regierung erfahren, und sagen jetzt mal, das ist alles richtig und wahr. Sozusagen, wir stellen da also nichts davon in Frage. Wir fangen jetzt nicht an mit PCR-Tests und Inzidenzen und hast du nicht gesehen. Wir lassen das alles mal jetzt sozusagen so, wie es angeblich stimmen sollte. Dann ist trotzdem auch pandemiegemäß hier gegen Kinderrechte verletzt worden. Die Kinderrechte sind dann trotzdem verletzt worden. Und das ist mir ganz dann besonders wichtig, und das ist also, finde ich, auch bis heute nicht wirklich durchgedrungen, die Kinder, es gab auch kinderrechtsgemäße und pandemiegemäße Alternativen. Und da kommen wir jetzt wieder, das ist dann das Schöne, ne? Da kommen wir jetzt wieder zu diesem Drosten-Interview von November 2021, wo er nämlich sagt, einfach so nebenbei, erstens, ja, wir waren ja gegen die Schließungen, wir wollten die ja nicht. Was man dann, haben wir ja schon eben gerade diskutiert, aber dann wird er nochmal gefragt, ja, Sie waren, wie sehen Sie denn die Schließungen dann am Ende 2020? Und dann sagt er, ja, die Schließungen waren ja wichtig, weil die haben das sozusagen, haben die Inzidenzen zurückgesetzt und so weiter. Und dann fragen aber die Journalisten trotzdem nochmal nach. Und das ist dann die, finde ich, die spannendste Frage. Herr Drosten, gab es denn trotzdem auch noch Alternativen? Und dann sagt er doch tatsächlich, ja, klar gab es Alternativen, ne?
Man hätte, sagt er wörtlich, ne, man hätte auch sagen können, die Schulen bleiben offen, aber wir setzen richtig harte Homeoffice-Kriterien im Dienstleistungsbereich durch. Wir nehmen die Wirtschaft in die Pflicht, nicht die Schulen. Bums, habe ich gedacht. November 2021. Unfassbar. Er spricht im Grunde genommen aus, es gab Alternativen. Alle, wie auch ich, die ab März 2020 davon sprachen, dass es Alternativen gibt, wurden ja alle erstmal sozusagen als, du willst wohl über Leichen gehen. Du bist Corona-Leugner, was weiß ich was bezeichnet. Hier haben wir praktisch von Drosten selbst auf Basis des hegemonialen Corona-Narrativs den Nachweis, es gab kindergerechtsgemäße Alternativen, pandemiegemäße Alternativen und sie wurden nicht angebracht. Im September 2020 wusste ich das so nicht und hatte auch nicht die Autorität von Virologen dazu. Ich konnte nur politikwissenschaftlich feststellen, dass es an vielen Stellen nicht stimmte. Und es kam jetzt halt dann die Besonderheit hinzu. Ich wurde also befragt und es wurde zum ersten Mal eine Anhörung der Kinderkommission mit Kamera aufgenommen. Das Bundestagsfernsehen brachte es auch und danach YouTube und so weiter. Ja, und das wurde dann tatsächlich auch, ging auch viral relativ gut durch. Und auch da ist sozusagen schon eine der absolut bemerkenswerten Öffentlichkeitsanalysen nötig, nämlich: Was fand am nächsten Tag statt? In den meinungsbildenden Medien gar nichts. Und das nicht nur am nächsten Tag, sondern auch nicht in den nächsten Wochen, auch nicht in den nächsten Monaten. Gar nichts. Die meinungsbildenden Medien, ARD, ZDF und natürlich auch die verschiedensten großen Blätter, hatten sich einfach um den Ausschuss, ist ja immerhin, wie gesagt, der Unterausschuss eines Deutschen Bundestages, wie gesagt, es ist nicht irgendein Kommunalparlament, hatten sich einfach schlicht überhaupt nicht darum gekümmert. Während mir gleichzeitig irgendwie die Inbox dauernd überlief, durch Mails, ja. Also Hunderte, Tausende von Leuten schrieben mir, Eltern, Jugendliche, Großeltern, Fachkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und fast alle schrieben dauernd erstens vielen Dank in unterschiedlichen Worten. Das war schon bemerkenswert. Und immer wieder etwas von Mut. Und ich traue mich nicht, so etwas zu sagen. Ja, Sie haben mir aus der Seele gesprochen, ich traue mich nicht, so etwas zu sagen. Das hat mich jetzt auch wieder demokratietheoretisch äußerst betroffen gemacht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil natürlich kann man sich eitelkeitmäßig so ein bisschen daran hochhangeln und sich freuen, dass man so viel Anerkennung bekommt von Menschen. Aber wenn man gleichzeitig sozusagen gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von denen Mails bekommt, in denen drin steht, vielen Dank, dass Sie das machen, ich traue mich nicht, ich kann das nicht in meinem Kollegium machen, weil wenn ich das machen würde, wäre ich am nächsten Tag sozusagen am Pranger des von wegen Corona-Leugners und so weiter. Also das war tatsächlich eine Geschichte. Es gab dann noch eine weitere Entwicklung, das habe ich gemerkt, das AfD-Mitglied des der Kinderkommissionsausschusses hatte den Filmteiler halt auch weitergeleitet und geliked, ja, so wie alle Mitglieder. Ich bekam auch von den Grünen sozusagen auch Rückmeldungen und die haben auch weitergeleitet. Aber das AfD-Mitglied hatte das auch weitergeleitet und dies führte dann interessanterweise dazu, dass mich seitdem Google immer mit AfD in Verbindung bringt, Habe ich obwohl ich noch auch. nie. Ja, haben Sie auch gemerkt? Ich habe noch nie etwas mit AfD zu tun gehabt. Ne? Noch nie. Und die auch nicht mit mir. Und das ist auch gut so. Wir wissen beide sozusagen, wo wir stehen. Aber das sozusagen, ne? Google hat gewissermaßen diese Assoziation hergestellt, sodass also jeder, der mit meinem Namen im Netz recherchiert, muss sich erstmal fragen, oh, ist das vielleicht einer von denen? Ne? Und begibt sich in Gefahr. Und das meine ich jetzt eben gerade. Das hatten andere Kollegen, wollten dieses Risiko nicht eingehen und sagten deshalb, ich mache das nicht. Ja? Aber davon abgesehen, wie gesagt, war es sozusagen ein wichtiger Schritt, dass das entsprechend dann mal öffentlich wurde. Ja, ganz wichtige Punkte. Ich kann da kurz von mir sagen, ich habe als Mitglied eines Vorstands vom Kindergarten von Anfang an mit Ministerium und Jugendamt Mailverkehr gehabt, weil ich mich sehr dafür interessiert habe und habe sozusagen meine Kritik angebracht. Aber ich habe dafür ganz viel eigene Kritik geerntet, dass ich mich überhaupt traue zu fragen, warum wir jetzt eigentlich den Kindergarten schließen, weil ich mir die ganze Zeit die Abstrichzahlen in Mecklenburg-Vorpommern angeguckt habe und gesehen habe, hier ist nichts jetzt zu sehen gerade. Also ich kann sozusagen, ich bin ein Praxisbeispiel von dem, was Sie jetzt sagen würden, warum es so schwierig ist, sich zu äußern. Sie haben dann vorgetragen, und das war auch ein relativ klarer Vortrag, und der war für mich auch alarmierend, es so zu hören von jemandem, der da Autorität und Kompetenz hat. Jetzt haben Sie schon die Reaktion beschrieben.
Wir wissen, dass es danach wieder Schulschließungen gab, was jetzt meine Frage fast schon rhetorisch ist, aber es machte dann den Einschein, als wenn ihre Studie, ihre Ausarbeitung sozusagen nicht in der Politik und in der Pandemiepolitik, was die Maßnahmen angeht, angelangt ist. Haben Sie auch diesen Eindruck? Hat es nicht gewirkt zu sagen, hey, wir haben hier Verletzungen der Kinderrechte, das kann so nicht weitergehen? Weil es ging doch einfach so weiter, oder wie war Ihre Wahrnehmung? Ja, leider war es tatsächlich für mich auch tatsächlich in diese Richtung. Es ging einfach weiter. Es ging einfach weiter. Es wurde dann im Dezember nochmal so scharf und wieder mit der gleichen Problematik, dass halt eben auch, muss man immer wieder hinzufügen, weltweit war es ja am dramatischsten, weil dann, weil die meisten ja nicht wissen, dass Hunderte von Millionen Kindern der Welt, die, wenn die sozusagen in die Schule gehen, kriegen die dort auch ihr Schulmittagessen. Und das ist meistens die einzige Nahrung, die sie am Tag zu sich nehmen können. Wenn ich also sozusagen deren Schulen schließe, dann haben die am Tag praktisch nichts zu essen, die Kinder. Ja? Und viele Kinder in Deutschland, immerhin einige Hunderttausende, wenn nicht sogar ein paar Millionen, sind auch über das Bildungs- und Teilhabepaket daran gebunden gewesen, dass sie gebührenfrei kostenloses Mittagessen in der Kita, in der Schule oder im Jugendclub erhalten haben. Und das wurde ja dann ab Mitte März sozusagen von heute auf morgen mehr oder weniger gestrichen und dann im Dezember halt eben nochmal. Und diese Kürzungen waren aus meiner Sicht dann nochmal extremer. Sie waren natürlich unterschiedlich, ne? Also man konnte ja auch merken, es gab so bestimmte Präferenzen, so nach dem Motto, die Jahrgänge, die Abschlüsse machen müssen, die sollen tatsächlich mehr Präsenz haben. Bei den Mittelstufenschülern, ach komm, lass die ruhig zu Hause, ja. Also da waren ja auch Sachen, ich fand das auch immer noch unfassbar, dass man zum Beispiel bei den Mittelstufenschülern, also jetzt Sekundarstufe 1, ne, einfach gesagt hatte, die konnte man dann ab Mitte Dezember zum Teil gewissermaßen fast ein halbes Jahr zu Hause parken, ja. Und niemand ist auf die Idee gekommen, wenigstens mit denen Wechselunterricht zu machen, ja, weil das war ja zum Beispiel eine Maßnahme, wo man wenigstens mal, sagen wir mal, 2 Tage in der Woche mal sich mal sieht, vielleicht auch in einem kleineren Gremium, was ja manchmal manchen auch für manche ganz hilfreich ist, dass sie mal in eine kleinere Klasse für einen kurzen Moment sind und dadurch vielleicht auch intensiver gefördert werden, aber wenigstens mal eine Rückmeldung geben können, wie geht's mir, wie läuft es und so weiter. Sondern dass einfach gesagt wird, komm, 6 Monate bis Pfingsten 2021 konnten die Kinder einfach dort geparkt werden. Und einfach, also mir haben Leute auch von sozialpädagogischen Familienhilfen erzählt, ja, die Kinder sind morgens aufgestanden, haben das Ding angemacht und haben sich wieder ins Bett gelegt. Ja, so, das war halt dann halt eben Distanzlernen, ja. Und das, was wir an Studien haben, selbst in den vorbildlichsten Ländern übrigens, elektronisch, digital, so Niederlande oder so, ne, die viel besser ausgestattet sind als Deutschland, und besser ausgestattet waren als Deutschland, selbst da haben sie gesagt, also das, was da sozusagen digital gelernt wurde, das ist kein Vergleich. Ja. Das merken wir auch jetzt in den verschiedensten Armutsstudien, soll jetzt ja nicht das Thema sein, aber das ist sozusagen, dass diese extremen Defizite sind bis jetzt auch da. Es stellte sich sowieso die Frage nach den Öffnungen, ob das dann auch tatsächlich das angesichts der psychosozialen Folgen, ob das auch tatsächlich jetzt das Beste ist, die Kinder nur auf Abschlüsse hin zu drillen oder ob man nicht dann eher gesagt hätte, ne, jetzt Ihr Beispiel, das, was die Kinder jetzt brauchen, ist eigentlich, dass sie gemeinsam auf den Waldspielplatz gehen, ja, dass sie sich wieder erleben können, dass sie wieder die Natur erleben, miteinander Sport und Spiel und Spaß haben und dann auch am Lernen wieder Spaß gewinnen, ja, und Freude am Leben und darüber gewissermaßen auch Lernen wieder schöner ist für die Kinder, ja. Oder ob es wirklich sinnig ist, einfach zu sagen, so Kinder, ihr habt so viele Defizite. Manche haben sich in den letzten Monaten so geäußert, dass sie sagten, ja, ein Viertel oder ein Drittel der 11- oder 10-Jährigen seien bildungsunfähig. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Aussage, ja, weil halt eben sozusagen Schreiben und Lesen und so weiter Mängel da sind. Auch da merken Sie, das ist wieder so mein Zugang, ne? Nicht die Primärstudie ist das Interessante, die ist auch wichtig, aber wie wird über die Kinder gesprochen? Weil ich mir natürlich schon denke, wie kannst du es ermöglichen, dass die Kinder wieder Freude am Lernen haben und am Leben haben, ja? Und wenn ich weiß, dass irgendwie, das sagt selbst die Familienministerin, bis heute noch 73% der Kinder und Jugendlichen psychische Einschränkungen erleben seit diesen Corona-Einschränkungen, dann muss doch das meine Hauptsorge sein. Und nicht, ob die jetzt richtig schreiben oder lesen, das sollen die ja auch lernen, das bin ich ja auch dafür.
Aber es ist mir wichtig, dass die Kinder entsprechend sich wohlfühlen und sie und gut leben. Und wenn wir jetzt mal auf diesen Punkt kommen mit dem Dezember 2020, ja, das ist ja eine interessante Entwicklung. Wenn wir jetzt zum Beispiel Frankreich nehmen, nehmen wir das Urteil, die Aussage von Drosten mal als Wahrheit, ne, hat die Inzidenz runtergebracht und so weiter. Frankreich hatte im Frühjahr 2020 die niedrigsten Suizidzahlen von Jugendlichen. Also die nicht Suizidzahlen, das ist ja falsch, sondern die Anzahl an Kindern und Jugendlichen auf den Intensivstationen nach Suiziden. Wie viele Suizide es insgesamt gibt, ist klar, das ist dann wahrscheinlich noch mehr. Dann stieg das in Frankreich auf über 300% an, zu sagen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen in den Banlieues und sozusagen, wenn die Kinder in den engen Wohnungen eingesperrt, mehr oder weniger mit Ausgangssperren und so weiter in den Betonburgen leben, dass man da nicht lange es aushält. Ja? Und das merkte man dort immer deutlicher. Und ab Ende 2020 gilt sozusagen das Dekret des Präsidenten über Gesundheitsminister, Bildungsminister runter. Die Bildungseinrichtungen in Frankreich bleiben geöffnet. Ja? Und gibt immer Ausnahmen von der Regel, wenn es tatsächlich nicht mehr geht. Aber das Grundprinzip ist, die Bildungseinrichtungen bleiben geöffnet. Zur gleichen Zeit, wie gesagt, Deutschland, Mitte Dezember, die Bildungseinrichtungen werden geschlossen. Gibt ein paar Ausnahmen, ja, aber werden geschlossen. So. Und jetzt sagt Drosten natürlich, wir haben damit das Virus besiegt, ja, oder die damalige Welle besiegt oder geblockt. Französisches Beispiel wäre jetzt halt eben zu sagen, die haben die gleiche Entwicklung danach gehabt, ja. Komisch, ja, ging auch so, ja. Gab ein paar Studien aus Sachsen, die sagten, wenn du die Schulen öffnest, dann hast du, selbst wenn du das alles anerkennst mit Inzidenzen, pipapo, hast du zumindest das Ganze transparent, ja. Und du kannst dann wesentlich besser sozusagen auch virologisch entsprechend und epidemiologisch arbeiten, als wenn du sozusagen die Kinder einfach zu Hause einsperrst. Weil du brauchst ja nicht glauben, dass dann sozusagen das Virus gewissermaßen zu Hause bleibt oder so. Ja? Also jedenfalls, diese Entwicklung konnte man sehr schön unterscheiden. Und wenn Sie so wollen, so eine platte Bauernweisheit, die jetzt auch erst in den letzten Monaten in Studien herauskam, war ja, dass wir praktisch in, keine Ahnung, ich glaube, mal so ganz grob gesprochen, ne, passten jetzt nicht ganz. Schweden waren, glaube ich, 30 Tage geschlossen, die Schulen, in dieser Zeit 20 bis Anfang 21. Schweiz oder Frankreich waren, glaube ich, 40, ja, oder Schweiz 40, Frankreich 50, Deutschland 180, ja, Tage geschlossen. Jetzt nochmal, je nach Bundesland und so weiter, nochmal, aber ne, man merkt doch, da ist doch ein Unterschied. Und spätestens 2021 im August schreibt dann sogar die Menschenrechtsbeauftragte des Europarates an die deutsche Familienministerin, hört mal, wir haben das Gefühl, ihr habt da in Deutschland aber ganz schön drastisch durchgegriffen im Bildungsbereich gegenüber den Kindern. Ich sage es, wie gesagt, nur in meinen Worten, aber der Briefwechsel ist im Internet. Das ist eine massive Einschränkung von Kinderrechten. Wie seht ihr das? Jetzt habe ich gedacht, Familienministerin würde darauf antworten und sagen, das stimmt doch gar nicht, wir mussten das machen, das war doch wichtig und was ist auch gar nicht so schlimm gewesen, so à la Lauterbach, das hat doch gar nichts zu tun mit den Folgen und so weiter. Was schrieb die Bundesfamilienministerin? Die sagte, Sie haben recht, das stimmt, wir haben tatsächlich sehr, sehr drastisch sozusagen durchgegriffen. Und das sind für mich alles Indizien dafür, dass es eben nicht einzig und allein inzidenzspezifisch oder virologisch begründete Maßnahmen waren, sondern dass ich tatsächlich politologisch da herangehen muss und sagen muss, hier wurden Prioritäten gesetzt. Und zwar solche, die die Kinderrechte vernachlässigten oder absichtlich sozusagen beiseite ließen. Und das problematisiere ich ganz stark. Ja? Und Sie haben das ja auch mitbekommen, es hat ja unglaublich lange gedauert, bis der Bundesgesundheitsminister überhaupt anerkennt, dass es ein Post-VAC-Syndrom gibt. Bei ihm heißt es ja immer Post-VAC-Syndrom. Das klingt immer wie so eine Geschlechtskrankheit bei ihm. Er verknüpft das dann auch immer gerne mit Long-Covid. Und er hatte auch lange Zeit, übrigens auch zu den Suizidzahlen in Deutschland, als die das erste Mal bekannt gemacht wurden, 2021, hatte er dann ja gesagt, ja, das hat nichts zu tun mit den Maßnahmen. Das hat nichts zu tun mit den Schließungen. Das war Corona. Ja.
Und ich habe es ja eben gerade versucht zu zeigen. Also ist, die Staaten sind unterschiedlich damit umgegangen und hatten dann übrigens auch unterschiedliche Anzahlen oder Prozententwicklungen der Kinder, die auf den Intensivstationen waren nach Suizidversuchen. Ja, also man konnte auch das entsprechend sehen, geschweige denn die extremen psychischen Auswirkungen. Das hatten zwar alle Länder von China bis USA und dazwischen auch alle europäischen Länder, auch bis heute, aber trotzdem ist es wichtig, da doch schon auch das Verhältnis dazu zu sehen. Und die UKE-Studien in Hamburg haben das ja auch nachgewiesen, dass die psychosozialen Folgen natürlich etwas mit den Maßnahmen zu tun hatten, vor allen Dingen, und nicht einfach nur abstrakt mit dem Virus an sich. Würden Sie denn sagen, wir haben ein gutes Verständnis schon bereits darüber, was diese Maßnahmen mit den Kindern in diesem Land gemacht haben? Also weltweit natürlich, haben wir es schon erwähnt, aber wenn wir jetzt von unserem Land jetzt sprechen oder von der Forschung, die hier stattfindet, ist überhaupt überblickbar, was da passiert ist mit den Kindern aufgrund der Maßnahmen? Es wird ja in der Berichterstattung immer gesagt, wegen Corona. Ja. Deswegen bin ich mal sehr absichtlich zu sagen, es waren die Maßnahmen. Ist das überhaupt klar? Also da würde ich jetzt sagen, wieder ne, so regierungsamtlich, ne, und was praktisch so als absolut relevante Studienautorität, höchste Autorität gewissermaßen darzulegen ist. Wir haben die siebte Stellungnahme des Corona-Expertenrates der Bundesregierung, ja, selbst ein Gesetz vom Bundeskanzler, die das ganz klipp und klar formulieren. Genau diese psychosozialen Folgen der Maßnahmen. Ja. Wir haben die interministerielle Arbeitsgruppe aus dem Bundesgesundheits- und Bundesfamilienministerium. Die ist noch vor Lauterbach eingesetzt worden, damals noch von Spahn und weiß ich gar nicht, ob das Lamprecht war oder noch Giffey. Also jedenfalls wurde sie sozusagen auch schon eingesetzt, die IMA, die interministerielle Arbeitsgruppe von den beiden Ministerien, die ganz klar die Folgen sozusagen der Maßnahmen beschreiben, die übrigens auch hinzufügen, dass das Virus selbst bei den Kindern sozusagen die geringsten Auswirkungen hatte. Also auch das sozusagen wird bei denen klipp und klar formuliert, dass also sozusagen das Virus selbst bei den Kindern ohne Vorerkrankungen wirklich die allergeringsten Auswirkungen hatte oder allergeringsten Risiken hatte im Vergleich zu allen anderen Gruppen in der Gesellschaft. Ja, und schon allein das müsste jetzt irgendwann doch mal jemanden dazu bringen, zu sagen, wenn ich die Gruppe, die das geringste Risiko hat, am allerschärfsten von allen Gruppen behandle, dann stimmt doch da irgendetwas nicht. Ja, so, und dann was haben wir noch? Ich hatte gesagt, die Menschenrechtskommissarin des Europarates und das Zugeständnis der Bundesfamilienministerin. Wir haben sogar den Bericht also beim Infektionsschutzgesetz gab es ja extra eine Klausel, einen Paragraphen, der sagte, und danach muss es mindestens ab 22 eine Evaluation geben. Wir haben diese Evaluation. Drosten hat daran mitgeschrieben, ist irgendwann rausgegangen. Irgendwann ist Stöhr eingeladen worden, mitzuschreiben, sodass also beide gewissermaßen Mitautoren sind, wenn man so will. Und die sprechen ganz explizit davon, welche gravierenden Konsequenzen die jeweiligen Maßnahmen haben. Das heißt also, wer das gewissermaßen leugnet, ja, also ist dann jetzt, wie Lauterbach das lange Zeit lang ja, wie gesagt, getan hat, ist auf wirklich sehr dünnem Eis. Ansonsten, manche, klar, Empiriker würden dann nochmal sagen, ja, wir können es ja nicht hundertprozentig nachweisen, weil hundertprozentig nachweisen kannst du ja nur, wenn du im Grunde genommen die ganze Zeit eine Vergleichsgruppe daneben laufen lässt. Und das gibt es ja gar nicht, können wir ja nicht haben. Nur, das könnten wir jetzt für alles sagen. Das können wir übrigens auch für Long-Covid sagen. Ja? Also wenn ich Kinder ab März 2020, wie dieses Angstpapier es beschreibt, behandle, ja, und dann noch mit Ratten vergleiche und dann weiterhin mit Schuldgefühlen traktiere und psychosozial einschränke, über Jahre dann, nicht nur 20, sondern 21, 22 und so weiter, und das nicht wirklich aufarbeite, dann kann es schon sein, dass die Konstitution der Kinder, die sozusagen die Psyche, biophysisch-psychische Kinder, dass die sozusagen so eingeschränkt sind, dass ich dann entsprechend feststelle, ja, es gibt tatsächlich Probleme. Aber ob das jetzt daran liegt, dass die mal Corona positiv getestet wurden, ja, oder ob es vielleicht ganz andere Sachen sind, kann man da eigentlich nicht wissen. Was ich Ihnen eben gerade übrigens referiert hatte, ist sogar in einer STIKO-Stellungnahme selbst formuliert worden. Das muss man bei der STIKO irgendwie immer wieder zugestehen, dass sie häufig etwas anderes gemacht hatte als Drosten und Lauterbach, nämlich sie hat immer auch die gegenteiligen Positionen auch mal mit
einbezogen. Selbst wenn sie sich dann unter Druck meist an die entsprechenden Vorgaben von der Politik hielt, hat sie trotzdem in ihren längerfristigen Stellungnahmen und Untersuchungen immer auch die entgegengesetzten Positionen mal wenigstens referiert. Also, aber Kann wie ich auch gesagt, nur der empfehlen. Forschungsstand, würde ich sagen, ist schon relativ deutlich. Ja, und Ja. wer das genauer wissen will, die ganzen UKE-Studien von der Kollegin Raven-Sieberer aus Hamburg, die laufen die ganze Zeit, die Untersuchungswellen laufen weiter. Die psychischen Einschränkungen sind auch jetzt sogar noch 23 immer noch höher als in der Vorpandemiezeit. Ja, sind ein bisschen runtergegangen, aber sind immer noch deutlich höher als 20. Ja, also genau, es sind fatal. Manchmal könnte man fast sagen, wahnsinnig auf eine Art. Ich würde mal gerne jetzt zur Gegenwart reisen, sozusagen. Sie hatten schon erwähnt, ich habe es nochmal als Zitat, Herr Drosten sagte am 4. Oktober, das Schließen der Schulen hat nicht nur die Infektionszahlen, also wahrscheinlich die positiven Testergebnisse, sondern eindeutig auch die Zahl der Erkrankten und Verstorbenen in der gesamten Gesellschaft gesenkt. Dazu gibt es wiederum ein anderes Interview, wo jemand sagt, das kann man so gar nicht behaupten, aber da steckt ja was drin, dass diese Maßnahme immer noch wirksam für ihn erscheint. Und jetzt vor 2, 3 Tagen tagte der World Health Summit in Berlin und da kam auch Herr Drosten zu Wort. Wir nehmen jetzt mal Drosten, aber da geht es ja um Politikberatung. Das ist ja einfach nur ein Beispiel, das kann man abstrahieren. Wo er sagte, sinngemäß, obwohl ich habe das als Zitat, aber wir können nicht erlauben, dass in so Krisensituationen Wissenschaftler mit irgendeinem akademischen Grad sich auch zu Wort melden dürfen, sondern wir brauchen Institutionen, die die richtigen Experten haben und diese richtigen Experten kommen dann zu Wort. Das ist, jetzt bin ich auch im Kommentar, aber für mich eine höchst skandalöse Aussage, persönliche Meinung. Aber das bringt mich zu einer Frage, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Wenn ich am 4. Oktober die Aussage über die Schulschließung, jetzt vor 3 Tagen die Aussage, wir müssen im Prinzip den Debattenraum kleiner halten und sozusagen monopolisieren auf verschiedene Institutionen, dann frage ich mich selber und würde Sie aber gern fragen, nehmen wir mal an, wir haben im nächsten oder im übernächsten Jahr einen neuen Erreger, der eventuell für Krankheit sorgen könnte. Was geschieht denn dann? Das ist natürlich jetzt nichts, was wir wissen können, aber wenn Sie sich dieses Feld so angucken, was ist Ihre Einschätzung? Was passiert dann mit den Kinderrechten und dem Kindeswohl, wenn wir in 2 Jahren einen neuen Erreger haben in unserem, auf der Welt natürlich dann und auch in unserem Land dann? Wenn ich ganz kurz antworten sollte, würde ich sagen, dann dürfen wir nicht darauf bauen, dann dürfen wir nicht auf Christian Drosten bauen. Ja. Und ich würde Ihnen dann auch ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich merke ja auch, wie gesagt, wir sind ja keine Virologen, aber auf der wissenschaftlichen Ebene, und zwar auch auf der Ebene von Drosten, gibt es einfach so viele honorige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das auch zum Teil anders sehen als er, und die müssen wir halt eben auch fragen. Ja, also Streeck oder Stöhr oder Schmidt-Schanasit oder jetzt eben halt auch den Professor Pantel, der ja sozusagen das Interview von Drosten dann auch sich nochmal sozusagen kritisch angeschaut hat. Wir müssen in den Medien genauer schauen. Es gibt Leute wie Neubacher im Spiegel, die tatsächlich das auch selbstkritisch betrachtet haben. Was haben wir eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Das wäre wirklich wichtig, das noch weiter zu verfolgen. Heribert Prantl sowieso, ja, von Süddeutscher Zeitung, aber auch so jemand wie Bela Ander vom Springer Verlag, der sogar von sich selbst, also selbstkritisch, sagte, ich habe am Anfang auch all das verbreitet und bin dann auch gegen die Nicht-Geimpften vorgegangen, aber ich muss inzwischen eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht und das war falsch von, es tut mir leid. Also es gibt tatsächlich ein paar Menschen, wo ich sagen würde, auf deren Bedenken dann halt eher setzen, ja. Und in der Politik gibt es natürlich auch ein paar, die sozusagen dafür Bedenken sind. Aber das, was Sie jetzt ansprechen, ist ja im Grunde genommen schon die Prävention des Pluralismus. Ne? Das ist ja praktisch Pluralismusprävention, die Herr Drosten betreiben möchte. Sie haben es ja selbst schon sehr schön beschrieben. Und übrigens ist das noch nicht mal was Neues. Also ich erzähle Ihnen kurz, wie es sozusagen 2020 schon aussah. Ziemlich früh 2020 bekommt nämlich Herr Drosten den Preis für Wissenschaftskommunikation von irgendeiner Stiftung, ich weiß es nicht was, war so eine Beilage in der Zeit, ja, bekommt den Preis. Ich lese das trotzdem mal so durch, denke mir, naja, mal gucken, ob da was Interessantes drin ist. Steht da drin als Eloge, natürlich alles Elogen, nur nochmal ein Zitat der Preiserklärung und dann nochmal ein Zitat aus dem Stern, auch wieder Eloge. Ganz Deutschland hört auf einen Wissenschaftler.
Zitat, ja, Überschrift. Ganz Deutschland hört auf einen Wissenschaftler. Ich denke so bei mir, ist ja auch interessant. Dachte, es gäbe noch ein paar mehr, aber gut. Dann Interview mit Drosten, Frage, ja, Herr Drosten, es gibt ja doch die einen oder anderen Wissenschaftler, jetzt auch Virologen, auch in der Forschung, die die Sachen anders sehen als Sie. Antwort Drosten, es gibt diejenigen, die etwas verstehen von der Materie und die sehen die Sache wie ich und es gibt die anderen. Ja, so, die merken schon praktisch dieses autoritäre Moment zu sagen, es gibt keine andere Meinung als meine, sondern nur noch falsche Desinformation, ja, ist sozusagen schon 2020 angelegt gewesen. Ja. Insofern passt das, was er jetzt gesagt hatte, eigentlich nur sehr gut da in das Bild. Und denken Sie mal nur daran, was im Spiegel gemacht wurde. Es gab ja im Spiegel zeitweise sogar Kampagnen gegen Schmidt-Schnarsit oder gegen Streeck. Ja, die wurden ja wie Corona-Leugner behandelt. Also es wurden ja nicht nur Bakti und Wodak oder so sozusagen vollständig ausgeblendet und quasi aussortiert und nicht mehr beachtet in den meinungsbildenden Medien, sondern es wurden ja selbst solche wirklich ganz etablierten Forscher einfach vollständig sozusagen fertig gemacht und dann sozusagen auch mit dem entsprechenden Stempel versehen, bis hin zu, wie gesagt, das sind eigentlich Corona-Leugner. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht, wie man das jeweils betrachten soll, aber was ich weiß ist, wenn sich solche Entwicklungen oder solche Forderungen wie die von Drosten durchsetzen würden, ist das natürlich ein enorm autoritäres Moment. Ja? Ist das sozusagen eine Verabschiedung von Rechtsstaatlichkeit, von Pluralismus, von Wissenschaftsfreiheit? Denn man müsste ihn natürlich fragen, wie willst du das denn durchsetzen? Ja? Dass nur ausgewählte Gremien sich dann nur noch äußern dürfen. Also ausgewählte Wissenschaftlergremien, also nicht nur ausgewählte Wissenschaftler, sondern ausgewählte Wissenschaftlergremien. Soll das dann nur die Leopoldina sein? Bestimmst du, wer dann das Mitglied wird in der Leopoldina? Ja? Schreibt dann wieder die Presseerklärung der Leopoldina der Staatssekretär 2 Stunden vorher. Ja? Und wird die dann wieder einfach nur von den höchsten, honorigsten Wissenschaftlern Deutschlands einfach nur abgenickt, ohne länger darüber nachzudenken, was das für Implikationen hat für Millionen von Menschen. Also all das sozusagen müsste ja nochmal gefragt werden. Und damit bewegen wir uns aber dann natürlich in dieses Feld der, ja, der politologischen Auseinandersetzung. Ne? Dass wir nämlich nicht nur fragen, was gibt es für Erkenntnisse? Der Professor Pantel hat ja auch zeigen können, dass Drosten offenbar diese Studie der Royal Society über die Wirksamkeit der Maßnahmen, gelinde gesagt, sehr oberflächlich offenbar nur rezipiert hat, ja, also so ein bisschen in Lauterbachscher Manier offensichtlich betrachtet hat und deshalb sozusagen sehr einseitig auch interpretiert hat. Und es gibt ja offenbar auch Dutzende andere Studien, die man dazu ins Verhältnis setzen muss. Nur, wie gesagt, es gilt ja immer noch bei Drosten kommt ja immer hinzu, alles andere gibt es ja nicht. Ja, alles andere ist ja falsch. Nicht alles andere ist eine andere Ansicht, wie es sich eigentlich in der Wissenschaft gehört. Das ist eine andere Position und ich setze mich gefälligst damit kritisch auseinander, was ich ja machen kann, und setze aber was anderes vor, behaupte etwas anderes, sondern Drosten sagt ja, alles andere ist falsch und Desinformation und hat auch gar nicht, ne, hat auch gar nicht vorzukommen. Darum geht es ja. Sozusagen. Wir haben das ja in manchen Momenten gehabt, dass sozusagen, was ich im Internet oder bei YouTube, dann einfach ganze Formate wie jetzt allesdichtmachen.de oder alles auf den Tisch praktisch von heute auf morgen, beziehungsweise von jetzt auf gleich einfach vollständig gelöscht wurden. Ja? Auch selbst die ehemalige Bundesfamilienministerin einfach gelöscht wurde, ja, und durfte dann sozusagen 1 oder 2 Wochen nicht auf YouTube gezeigt werden. Also wir hatten ja schon solche Entwicklungen. Es ging ja schon in diese Richtung. Die entsprechenden Redaktionen hatten zum Teil ja sowieso bestimmte Autoren sozusagen vollständig aus der öffentlichen Debatte genommen. Aber dass dann sozusagen jetzt auch noch sich niemand anderes äußern darf, am besten niemand anderes als Drosten, das ist, finde ich, eine äußerst gefährliche. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es dazu auch entsprechend Widerspruch gibt. Und ja, wer darf mitreden? Ne? Wer darf mitreden? Und zwar nicht nur, wer darf mitreden über die Inzidenzen oder über die Forschungsergebnisse von Herrn Drosten. Da würde ich sagen, ja, lass das tatsächlich die Virologen machen. Ja? Aber in dem Moment, wo dann Herr Drosten im Beratergremium der Bundesregierung als einziger und nur noch Virologen entscheiden, wie es in der Kita in Mecklenburg-Vorpommern, ja, oder in der Schule in Oberbayern gefälligst zu geregelt werden muss, spätestens da würde ich sagen, halt, stopp.
Da gibt es dann doch noch ein paar andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Expertinnen und Praxisleute und Fachkräfte, die müssen wir auch fragen. Das kann nicht alles der Herr Drosten alleine entscheiden. Ja? Und das ist etwas, was mir seit 2020 auch aufgefallen ist bei diesem Expertengremium. Und wenn jetzt Herr Drosten sich auch nochmal wieder in diese Richtung äußert, würde ich schon sagen, das ist sehr bedrohlich. Also für eine Demokratie, für einen Rechtsstaat, für die Wissenschaftsfreiheit, für Meinungspluralismus, für Meinungsfreiheit ist das eine Drohung, würde ich sagen, wie er sich da geäußert hat. Ich hoffe, er hat sich da missverständlich geäußert und er wird sich vielleicht nochmal, es gibt ja auch von Drosten immer Drosten 1, Drosten 3, 2, Drosten 3. Manchmal widerspricht er sich ja auch und widerlegt sich dann auch selbst. Aber das muss er dann mit sich selbst vereinbaren. Ich finde nur, das ist tatsächlich bedrohlich, diese Entwicklung, und nicht, aus meiner Sicht ist sie nicht zu akzeptieren, und ich wünsche mir, dass es dazu halt eben Widerspruch auch gibt. Klar. Aber wenn ich zurück auf die Kinderrechte komme, würde es eigentlich auch bedeuten, wenn Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention ernst genommen werden soll, dann kann es eigentlich nicht eine Krisenbekämpfung oder eine Krisenmanagement geben, ohne dass eine eindeutige Stimme, die die Kinderrechte vertritt und das Kindeswohl vertritt, dass die behandelt wird ohne diese Stimme. Das wäre ja eigentlich sozusagen widerspräche doch diesem Artikel. Ja, das Ja. ist ganz wichtig, dass Sie das nochmal sagen. Das hatte ich jetzt eben gerade vergessen. Die Mitreferentin damals bei der Kinderkommission vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Claudia Kittel, hat das auch nochmal ganz deutlich gesagt. Auch sogar das Menschenrecht auf Gesundheit in der WHO-Charta, aber erst recht das Kinderrecht auf Gesundheit. Da steht nicht drin, dass das Kinderrecht auf Gesundheit einzig und allein der Schutz vor Krankheit ist. Ja, das ist ein Missverständnis, was vielleicht Herr Drosten oder andere haben. Sondern der Schutz, das Recht auf Gesundheit impliziert viel, eine Vielfach, bei Public Health lernt man das ja, ein vielfachen Bereich, der gesundheits- und wohlbefindensförderlich ist. Ja? Da geht es um Interaktionsmöglichkeiten, um Partizipation, um wesentlich mehr als nur die reine Viren- oder Krankheitsbekämpfung. Das heißt also, auch das Recht auf Gesundheit der Kinder wurde in dem Sinne auch sozusagen verletzt. Und übrigens auch das Recht auf Gesundheit nach der WHO-Charta, die halt eben auch, wie gesagt, nicht nur den Schutz vor Ansteckung sozusagen als einziges Kriterium hat, sondern eben auch sagt, Gesundheit, das Menschenrecht auf Gesundheit oder Gesundheitsversorgung ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Und das ist natürlich, da merkt man, dass sozusagen das ein ganz anderer Diskurs wäre, ja. Und ich erwarte, ich erhoffe, ich erwarte, ich verlange, dass sozusagen in den jeweiligen Gremien, wenn es so etwas mal wieder geben würde, halt eben auch Stimmen präsent wären, die darauf hinweisen. Ja? Und nicht nur diejenigen, die mit ihren Simulationsmodellen als Physiker, Statistikerin und Virologen dann nicht nur virologisch Entscheidungen treffen, sondern behaupten, sie könnten dann auch für alle Schulen und alle Kitas und für alle Bereiche und für alle Jugendclubs irgendetwas weitergeben, was dann aber gravierende Folgen hat. Ja? Das wäre jetzt aus meiner Sicht besonders wichtig, ja? Dass praktisch für die Krisendiskurse klar ist, es müssen die unterschiedlichen Perspektiven mit berücksichtigt werden. Und das Kindeswohl natürlich, klar, das wäre dann jedes Mal für mich auch wichtig, der Kindeswohlvorrang. Eigentlich selbstverständlich, denke ich mir immer, aber es ist gut, es nochmal zu sagen. Ich würde gerne zur letzten Frage kommen, die was anderes thematisiert als Corona und die Corona-Maßnahmen. Und zwar eine Debatte, die ich in den letzten die mir so ein bisschen weggerutscht ist, aber die stattgefunden hat und zwar auch schon stärker. Es gibt die Initiative des Familienministeriums, Kinderrechte in das Grundgesetz zu integrieren oder in die Grundrechte. Und ich habe die Diskussion verfolgt, da sind einige sehr dafür, einige nicht so dafür. Man kann natürlich jetzt sich auch rückblickend fragen, wie viel Wert hat denn das Grundgesetz in der Krisensituation dann überhaupt? Also jetzt aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören bei dieser Initiative. Worum geht es da und hilft es den Kindern? Also genau genommen ist es auch keine Initiative des Familienministeriums, sondern es ist sozusagen schon eine lange Initiative, vor allem von Nichtregierungsorganisationen, Familien, Kinderrechtsorganisationen, also UNICEF, Deutscher Kinderschutzbund, Deutsches Kinderhilfswerk, National Coalition, also so verschiedenste Bewegungen. Und dann haben seit, ich glaube, seit 2017 haben die jeweiligen Bundesregierungen immer in ihrem Koalitionsvertrag sogar drin stehen, dass sie die Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen wollen. So, was hat es jetzt damit auf sich? Ich hatte ja vorhin schon mal davon gesprochen, so von dieser Rechtspyramide. Ne? Und ganz grob gesprochen, jetzt mal unabhängig vom Inhalt,
ist es einfach so, dass wenn die Kinderrechte in welcher Form auch immer im Grundgesetz verankert sind, dann ist es klar, dass jeder, der in Deutschland Jura studiert, ja, oder irgendetwas mit Rechtswissenschaften oder rechtlichen Grundlagen lernen muss, ob in Medizin oder in sozialer Arbeit, Kindheitswissenschaft, wo auch immer, gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und um ehrlich zu sein, nach allem, was ich bislang gehört hatte von Juristen selbst, ist das leider nicht so. Ja? Das heißt also, Sie können nicht davon ausgehen, dass bis heute Juristinnen und Juristen, alleine schon Juristinnen und Juristen, über die UN-Kinderrechtskonvention wirklich Bescheid wissen. Und mit Verlaub, leider ist es in der sozialen Arbeit und an anderen Stellen auch eher so. Ja? Das heißt also, es hätte tatsächlich einen, manche, die einen kritisieren das und sagen, das ist doch nur Symbolpolitik. Die anderen würden sagen, und selbst wenn es nur symbolisch wäre, könnte es ja trotzdem hilfreich sein. Ja? Braucht nicht zu glauben, das gilt aber für jeden Artikel des Grundgesetzes, dass wenn da sich irgendwie ein Satz ändert, dass dann danach die Wirklichkeit besser wird auf einen Schlag. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Das kennen wir alle vom ersten Satz des Grundgesetzes, ja. Die Würde des Menschen ist selbstverständlich antastbar. Sie wird jeden Tag tausendfach angetastet. Aber die Väter und die wenigen Mütter des Grundgesetzes haben nicht deshalb da reingeschrieben, dass sie unantastbar ist, weil sie das wirklich glaubten, sondern weil sie damit sagen wollten, wir alle sind verpflichtet, dies jeden Tag wieder neu sozusagen zu ermöglichen, dass die Würde des Menschen unantastbar sein wird. Und so wäre das dann gewissermaßen bei Kinderrechten auch. So, und warum ist es das jetzt nicht geworden? Also, obwohl doch 2017 das schon im Koalitionsvertrag drin stand, jetzt auch wieder 2021 im Koalitionsvertrag drin steht. Man braucht dazu ja Grundgesetzänderung, ne, Zweidrittelmehrheit. Und als es den Vorschlag 2021, glaube ich, dann letztlich darüber befunden werden sollte im Sommer, wurde halt festgestellt, den einen ging es zu weit, den anderen zu wenig weit. Ja. Es war jetzt noch nicht einmal das, was es zum Teil auch gibt. Also eher so Konservative sagen häufig, ja, wenn die Kinderrechte gestärkt werden, heißt das nur, der Staat greift mehr ein in die Familie. Und das wollen wir verhindern. Der Staat zerstört sonst die Familie. Ja. Und dann muss man auch wiederum, das muss man so ein bisschen mit ins Verhältnis setzen, auch zu entgegengesetzten Argumenten, die ich ebenfalls für schwierig erachte, die nämlich glauben, dass wenn das da drin steht, man endlich in die Familien eingreifen kann, ja, weil das gibt es ja auch, dass Leute irgendwie sagen, ja, Familien sind sowieso immer so krisenhaft und dann kann man schneller Kinder in Obhut nehmen und so weiter, ja. Also es gibt es praktisch diese aus meiner Sicht Fehldarstellung gibt es tatsächlich auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Und insofern, also teile ich jetzt praktisch nicht die Illusionen, die jeweiligen Illusionen dazu, aber ich würde halt eben sagen, ja, wenn es schon drin stünde, wäre es wichtig, weil es halt, wie gesagt, dann in der Gesetzeshierarchie höher verankert ist. Es könnte sein, dass es Implikationen gehabt hätte 2020. Ob es bei diesem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten, den wir jetzt haben, Implikationen hätte, das wage ich noch zu bezweifeln, weil da würde ich jetzt auch die Position von Heribert Prantl teilen, dass es tatsächlich beim Bundesverfassungsgericht, also in den obersten Gremien tatsächlich einige gab, aus meiner Sicht tatsächlich Urteile gefällt hatten, die jetzt also zumindest nochmal zu hinterfragen wären. Ja, sagen wir es mal ganz so neutral wie möglich. Alles Weitere findet man bei Heribert Prantl viel, viel polemischer, ja, aber wesentlich grundierter. So, und was war jetzt der Streit 21? Es sollte halt drinstehen, das Kindeswohl soll angemessen berücksichtigt werden. Nicht vorrangig, sondern angemessen berücksichtigt werden. Und die Beteiligungsrechte der Kinder sollten beschränkt werden auf juristische Prozedere. Ja. Und das war dann der Grund derjenigen, die so ein bisschen stärker kinderrechteaffin sind, zu sagen, ja, also Moment, angemessenes Kindeswohl, wer entscheidet denn hier angemessen? Weil angemessen hatten wir ja jetzt die letzten 3 Jahre. Ne? Also Frau Merkel, Herr Lauterbach hätten bestimmt gesagt, warum, das war doch angemessen. Ja? Also sprich, angemessen und vorrangig ist ein extremer Unterschied, ja. So, und der Regierungsvorschlag wollte halt eben angemessen. Und die Unionsfraktionen und AfD waren sowieso dagegen im höchsten Maße, auch schon gegen angemessen, sodass es dann halt eben so um so eine Art Kompromissversion ging mit dem angemessen und mit dem nur juristischen Prozedere. Und dann hatte irgendwann die Familienministerin gesagt, okay, ich kriege hier keine Zweidrittelmehrheit, also wird es wieder auf Eis gelegt. Aber dies nur, um Ihnen zu zeigen, also praktisch, es hat quasi so einen bestimmten Hintergrund.
Ich bin da selbst auch so ein Stück weit eher derjenige, der sagen würde, ich will, dass da vorrangig steht, weil sonst wäre das ja ein rechtlicher Rückschritt im Verhältnis zum Bundesgesetz von 92, Kinderrechtskonvention, ja. Andererseits bin ich auch so pragmatisch zu sagen, es wäre für mich schon ein Fortschritt, wenn es sogar nur symbolisch wäre. Das heißt also, diejenigen, die kritisieren, das ist doch nur symbolisch, denen würde ich sagen, und selbst wenn du recht hast, wäre das schon besser als gar nichts. Ja. Aber wie gesagt, Sie merken an mir selbst, ich bin da dauernd auch selbst hin und her gerissen zwischen Pro und Contra. Was mir natürlich immer bei all diesen Sachen wichtig ist, ist, wie ist die wirkliche Auswirkung dessen? Ne? Also was findet dann real statt? Und da ist es erstmal so, zunächst mal ist es einfach nur weiterhin bedrucktes Papier. Ja. Dass daraus irgendwas mehr wird, kann nur dadurch erzeugt werden, dass engagierte Juristinnen und Juristen, Medienmenschen, Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen und Politiker und natürlich auch die Bevölkerung an sich, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Eltern, Großeltern sagen, da ist doch was und wir müssen das jetzt auch wirklich in die Hand nehmen und fordern. Denn nur dann wird aus bedrucktem Papier auch immer ein bisschen mehr als bedrucktes Papier. Das konnten wir jetzt in den letzten Jahrzehnten mit der Kinderrechtskonvention ja auch sehen. Das sind, glaube ich, gute abschließende Worte, auch um die eigene Verantwortung nochmal darzustellen. Herr Klund, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Das war jetzt für mich eine sehr wichtige, auch chronologische Reise durch das, was passiert ist, mit einem eventuellen Ausblick in die Zukunft. Das wissen wir natürlich nicht. Bedanke mich für Ihre Ausführung und ja, hoffe, dass das Kindeswohl, die Kinderrechte aktiven, wichtigen, vorrangigen Platz, ist meine Meinung, in unserer Gesellschaft finden. Vielen Dank. Gerne.